So, ihr lieben Frauen. Aber wahrscheinlich gilt es trotzdem genauso für die lieben Männer. Diese herzgebrochene Energie, diese verletzte Energie, diese Schleier-Schattenenergie, die wir oft sehr lange Zeit in unserem Leben mit uns herumtragen, ist unsere falsche Identität. Und wir merken die gar nicht mehr. Es ist so normal geworden, so leicht gedämpft zu sein, leicht traurig zu sein, leicht angepisst zu sein, sich nicht richtig freuen zu können. Das war für mich ein ganz großes Ding, wo mein Sohn klein war, dass ich nicht mit ihm spielen konnte. Ich konnte mich nicht freuen. Richtig, beim Spielen mit ihm. Ich konnte mit ihm Unternehmungen machen, wir sind viel gereist. Ich habe ihm viel gelernt, viel gezeigt, ihn begleitet bei seinen Sachen. Aber wirklich, in Wahrheit, war ich immer leicht deprimiert. Leicht deprimiert über mich, leicht deprimiert, einfach über die Welt, über das Leben. Ich hing immer so eine leichte Depression dran. Und erst als ich diese ganze Sache mit wer ich wirklich bin und warum ich das bin und das dann korrigiert habe und mich in mein Divine Design gesetzt habe, meine Divine Design Identität angenommen habe, erst dann hat sich dieser Schleier gelüftet, hat sich diese Schwere gelüftet. Und ja, jetzt weiß ich. Ich war sauer auf mich. Ich war angepisst von mir. Ich habe mich aufgeregt über mich, weil ich mich so scheiße gefunden habe. Ich meine, wenn du jemanden oder irgendwas scheiße findest, was ist die normale Reaktion? Dich regt's auf, dich nervt, du bist angepisst, es ärgert dich. Und da, wo ich so in Schmerzen war und insbesondere Rückenschmerzen, habe ich mich viel mit Dr. John Sarno auseinandergesetzt. Und er hat ja ein Buch geschrieben, All the Rage, die ganze Wut. Heute ist es mir klar, dass diese ganze Wut mir galt. Mir. Dem Leben. Der Ungerechtigkeit. Dass alles so scheiße ist für mich, dass ich so scheiße bin. Dass ich nicht sein kann, was ich bin. Das ist diese Wut, die uns krank macht, die uns richtig krank macht, von Rückenschmerzen hin zu Krebs. Das ist diese Scheiße, das ist dieser Krebs, der in uns wandelt. Und der wütet so lange, bis wir merken und das ganze Spiel durchschauen. Bis wir die Lüge erkennen, über die wir uns aufregen. Wir regen uns de facto über eine Lüge auf. Wir regen uns de facto darüber auf, dass wir eine Lüge glauben. Ja, und wenn ich weiß, dass es eine Lüge ist, kann ich die Wahrheit glauben. Klar, es ist immer nicht von heute auf morgen gemacht, weil mein Verstand, mein Ego meint, mein Ego-Denken lässt sich ja nicht so schnell überzeugen. Da brauche ich viele und gute und permanente Argumente. Und ich muss mich nicht davon abbringen lassen. Davon, wer ich bin, wie ich bin, in Wahrheit, wie ich wirke. Und alles vor dem Hintergrund des Prinzips der Schöpfung, des Prinzips der Manifestation, des Prinzips, dass ich alles bin und dass ich einfach alles bin und dass alles ich ist, aber dass ich die entscheidende Macht bin, die entscheidende Kraft, die sagt, wie die Dinge sind und wie ich bin und wer ich bin und wie ich wirke. Und diese zwei Aspekte sind super, super wichtig zu verstehen und zu begreifen, immer wieder tiefer und tiefer sacken zu lassen, insbesondere auch, wenn es um weibliches Business geht. Weibliches Business, Business auf weibliche Art. Es gibt keine männliche oder weibliche Art. Es gibt ein erfülltes Business und ein unerfülltes Business. Es gibt einen ermächtigten
Leader, CEO, Unternehmer, Unternehmerin oder eine entmächtigte CEO, Leaderin oder Unternehmerin. Ermächtigt bin ich dann, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin. Dann habe ich die Confidence, dann habe ich das Wissen, dann komme ich mir auch nie als Impostor vor, weil es ist einfach ein Prinzip, daran lässt sich nichts rütteln. Und wenn ich dieses Prinzip kenne und volle Verantwortung dafür übernehme, wie ich wirke und meine Arbeit, mein Fokus darauf ist, die zu werden, die zu sein, die zu verkörpern, die ich wirklich bin, Männer genauso natürlich, dann wird es leicht, dann lüftet sich der Schleier. Dann habe ich keine Umzugs mehr, da muss ich gar nichts machen, um erfolgreich zu sein, weil ich erfolgreich bin. Und was machen erfolgreiche Menschen? Die machen das, was ihnen Spaß macht. Und komischerweise bringen ihnen das automatisch mehr Erfolg. Logisch. Prinzip der Energie. Energie liegt nie. Und weil ich dann weiß, dass ich gewollt bin, dass ich geliebt bin, dass ich wichtig bin, dass ich ein wichtiger Faktor bin, weil ohne mich gibt es meine Welt nicht. Also bin ich absolut wichtig. Und es ist noch viel wichtiger, dass ich meine Welt ausgestatte, so wie sie mir wirklich richtig gut gefällt und wie sie mir Freude macht, dass ich Ansichten, Annahmen, Rückschlüsse, Perspektiven habe, die mich begeistern. Aber solange ich das Prinzip nicht wirklich verstanden habe, komme ich mir halt immer wieder noch ein bisschen vor wie ein Hochstapler. Habe ich immer noch Angst, was die anderen meinen und ob das wirklich so gut ankommt, ob das die richtige Masche ist, die richtige Strategie, die richtige Art, die richtige Vorstellung, die richtige Meinung. Aber sobald ich wirklich, wirklich eingestiegen bin in dieses Prinzip und in meine Identität und dann meine Divine Design Personality wirklich verinnerliche, owne, ich wirklich bin, dann kommt der Durchbruch. Und nicht nur im Business, sondern in allen Lebensbereichen. In allen Lebensbereichen. Und dann wird es so leicht, dann wird es so spielerisch. Klar gibt es Downer. Gibt immer mal wieder Tiefgänge, Taucher, Anecken, zum mich wachrütteln, zum wieder klar zu werden, mich neu zu orientieren, wo ich wirklich bin und wie ich wirklich bin. Und ja, das gehört dazu. Weil das braucht mein Human Design, mein Ego-Mind, der braucht es immer mal wieder, um zu wissen, oh ja, da ist ja noch so viel mehr. Und ich habe mich vielleicht gerade mal wieder in meinem Menschlein zufrieden gegeben. Und dabei möchte ich doch noch so viel erleben und bewerkstelligen und bewirken und mit anderen Menschen erleben. Und genau das ist es. Genau das ist es. Und jetzt spreche ich wieder zu der Frau, die immer noch diesen leichten Anschiss hat. Schweizerdeutsch, sagt man das. Weil es nicht so klappt, wie sie möchte, weil es in der Beziehung nicht so klappt, wie sie möchte. Und sie merkt gar nicht, wie sie das auch in ihrem Business weiterträgt. Entweder weil sie eine schlechte Beziehung hat, in der sie nicht zufrieden ist, oder weil sie eine Beziehung hat, die sie nicht haben kann und die sie sich wünscht, oder. Wenn du dein Beziehungsthema, dein SP-Thema nicht geklärt hast, wenn du nicht die absolute Hammer-Lady bist und es nicht abhängig davon machst, ob jetzt dein Mann an deiner Seite ist oder nicht, ob dich einer begleitet im Moment oder nicht, aber du musst sowas von golden fine sein mit diesem Thema, damit dein Business durchstartet. Du kannst dich aufnehmen, du kannst ablehnen und was weiß ich immer, ja. Und jetzt sagt sie es ihrem Mann und dann sagt sie Bescheid oder dann trennt sie sich oder muss sie sich trennen. All das kannst du machen. Aber wenn du nicht daran arbeitest, wer du bist, wird dein Seinszustand immer noch eingeschränkt, ungenügend gedeckelt sein. Gedeckelt. Durch deine Annahmen, Rückschlüsse, bla bla bla. Und der Deckel muss weg. Und dieser Deckel deckelt eben auch dein Business. Und da ist kein Deckel. Du brauchst weder da noch da einen Deckel, weil es keinen Deckel gibt, weil du ein multidimensionales, unendliches Wesen bist. Ohne Deckel. Und wenn du irgendwo noch einen Deckel spürst,
dann fühlt sich das eben irgendwie so wie unzufrieden, traurig, leicht depressiv, schwer an, ein bisschen, ah, eigentlich macht ja alles gar keinen Sinn und ich weiß ja gar nicht mehr, was ich wirklich will und weiß gar nicht, ob ich das Business weitermachen muss. Vielleicht soll ich eine neue Positionierung fahren, vielleicht wäre eine andere Strategie besser. Wenn du da bist, dann ist absolut für dich. Dann ist absolutes Programm. Weil dann steckst du absolut in deine hundertprozentige Divine Design Identity ein. Ohne Zwe Wenn und Aber, ohne Zweifel, weil du bist immer nur die eine. Du bist nicht die im Business, die in der Partnerschaft. Aber so viele Frauen, die sind super tough im Business und in der Partnerschaft, dann haben sie das Gefühl, ich muss das Weibliche raushängen und ich bin so das anschmiegsame Mausi. Und dann läuft es nicht gut, weil sie dann irgendwo super bedürftig wird. Das wird dann wieder im Business kompensiert. Und dann gibt sie wieder richtig Vollgas im Business und grindet sich ab. Und dann ist aber immer noch dieser Scheißhals. Absolut, nimm dir diesen Hals weg. Absolut, kreier dir und manifestier dir deine Traumbeziehung. Egal, ob mit bekannt oder unbekannten SP. Völlig egal. Und absolut manifestiert dir dein Traumbusiness, das genau in der gleichen Beziehung zu dir steht, wie dein SP und ein absolut hundertprozentiger Ausdruck ist von dir in deiner höchsten Divine Design Version. Wie wäre das? Hast du Lust? 6 Monate absolut startet jetzt. Wir legen jetzt los. Und jetzt ist der Moment, wo du einsteigen solltest. Jetzt ist der Moment, alle First Mover bei mir, die Leute, die dabei sind, die zuerst steigen und sagen, I go, die haben immer den besten Preis. Die haben immer das beste Angebot, das beste Package, die besten Boni bei mir. Weil ich das liebe, weil ich das liebe, wenn jemand sagt, I go. Und es wird von mir immer unterstützt, immer honoriert. Immer. Und wenn dich das jetzt angesprochen hat, dieses Video, du eine Frau bist mit einem Business, du musst es haben, du musst Umsatz haben in deinem Business, zumindest ein gewisser Basic-Umsatz, weil die Voraussetzung von absolut ist, dass du bereit bist, dass du all in bist, tatsächlich dein Invest mindestens doppelt zurückzuholen, während wir zusammenarbeiten. Also es ist nichts für Business-Anfänger, aber es ist für die, die jetzt dann plötzlich völlig aufgehen in ihre Divine Design Business Identity und bereit sind, ihren Wert zu empfangen. Ihren Wert zu empfangen, weil sie ihren Wert ausdrücken. Also, das wollte mal gesagt sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Und natürlich kannst du immer noch 20, 60 Minuten Gespräche buchen. Immer noch habe ich Kapazitäten, obwohl ich langsam auf meine Stimme aufpassen muss. Und ja, im November wird es nicht mehr so viele Möglichkeiten geben, weil ich da was mache, wo ich nicht so viel Gespräche führen will. Genau, du wirst es noch erfahren. Bis dann, bye bye.